Retinolcreme oder Retinolserum? Was von beiden ist jetzt eigentlich besser und was passt besser zu deiner Haut? Grundsätzlich gilt, das eine schließt das andere nicht aus. Für was du dich letztendlich entscheidest, bleibt dir überlassen. Es gibt jedoch ein paar kleine Unterschiede, die ich dir heute in diesem Video zeigen möchte, damit dir die Entscheidung leichter fällt. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen bei Kasida, dein Experte für natürliche Gesundheit und Clean Beauty. Wenn ihr gerade vor der Entscheidung steht, ob ihr euch für eine Retinolcreme oder ein Retinolserum entscheidet, ist weder das eine richtig noch das andere falsch. Wichtig ist, nicht beides gleichzeitig anzuwenden und beide Produkte, je nachdem für welches ihr euch entscheidet, werden abends angewendet. Beide Varianten haben den gleichen Effekt, nämlich die Faltentiefe zu verringern, die Hautzellen zu regenerieren, Pigmentflecken aufzuhellen und die Hauttextur zu verbessern. Es gibt so ein paar kleine Unterschiede zwischen Creme und Serum, die euch vielleicht bei der Entscheidungsfindung helfen. Fangen wir an mit dem Serum. Das Serum dringt aufgrund seiner leichten und oftmals hochkonzentrierten Textur schneller und leichter in die Haut ein als die Creme. So kann das Serum mit seinen Anti-Aging-Inhaltsstoffen intensiver wirken. Außerdem ist das Serum ideal dafür geeignet, wenn ihr euch dazu entscheidet, zusätzlich einen Sonnenschutz auf eure Haut aufzutragen. Da Sonnencreme meistens schon eine festere und cremigere Textur hat, ist es angenehmer, vorher das leichte und flüssige Serum aufzutragen und danach die schützende Sonnencreme. Denn jetzt bei der Retinolcreme aus? Die Retinolkonzentration ist in der Creme tatsächlich nur halb so hoch wie im Serum. Wie schon in den anderen YouTube-Videos über unsere Retinolprodukte erwähnt, hat Retinol eine extreme Wirkung, was am Anfang, wenn eure Haut es noch nicht gewöhnt ist, Hautirritationen hervorrufen kann. Deswegen sagen wir immer wieder, gewöhnt eure Haut langsam an den Wirkstoff, startet erstmal mit einmal die Woche, dann mit zweimal die Woche und gewöhnt eure Haut an diesen intensiven Wirkstoff. Da die Retinolkonzentration in der Creme eben niedriger dosiert ist als im Serum, könnt ihr eure Haut gerade am Anfang eher und einfacher daran gewöhnen als mit dem Serum. Die Gewöhnungszeit an den Retinolwirkstoff ist also deutlich kürzer und angenehmer, wenn ihr mit der Creme startet. Außerdem hat unsere Retinolcreme einen Lichtschutzfaktor von 7 bis 8. Die Creme ist im Vergleich zum Serum fester, cremiger und reichhaltiger. Am Ende bleibt es eure persönliche Entscheidung, für welches Produkt ihr euch nun entscheidet und ob ihr es vielleicht eher ein bisschen cremiger und reichhaltiger auf eurer Haut mögt mit der Creme oder eher ein bisschen leichter und luftiger mit dem Serum. Welche Variante ihr euch auch entscheidet, ihr werdet mit Sicherheit sehr zufrieden damit sein. Ich werde euch den Link zu unseren beiden Produkten unten in die Infobox packen, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, für welches Produkt ihr euch entschieden habt, für die Creme oder das Serum. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr immer wieder solche Videos mit wissenswerten Beauty-Tipps und Infos zu unseren Produkten. Wenn ihr keines mehr davon verpassen möchtet, dann abonniert sehr gerne unseren Kanal. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!